Hallo, willkommen im Horrorhaus von Project Zero 2 bei den Kurosawas. Und seit neuesten Erkenntnissen weiß ich, dass Kuro ja scheinbar schwarz heißt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und ist das nicht passend, dass das quasi irgendwas mit Schwarz zu tun hat? Dunkel? Finster? Ja, wir haben in den letzten Folgen haben wir die zwei Schlüssel geborgen. Können jetzt natürlich den Zellenschlüssel, die Zelle öffnen. Nicht den Zellenschlüssel öffnen. Ich hoffe, die Fraps lassen mich nicht im Stich. Nicht im Stich. So, wir werden hier irgendwie Glöckchen klingeln. Das ist aber auch echt unheimlich. Hier hinten zu diesem Turm zu kommen, kann man nur, indem man hier durch dieses Kellergewölbe läuft. Finde ich nicht so gut. Ganz ehrlich. Warum ist das so? Komm, Schwester. Ah, die braucht immer ewig lang. Teilweise wegen der Treppe. Mir gefallen diese Geräusche auch einfach überhaupt nicht. So. Komm schon. Ich bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher, wo eigentlich überhaupt das die Zelle war. Ich hoffe, ich laufe jetzt richtig. Wie gesagt, ich weiß es nicht hundertprozentig. Da hinten sieht es so aus, als ob da noch was gewesen wäre, ne? Da war so ein heller weißer Punkt, aber es war kein blauer Punkt, deswegen. Nehme ich an, dass es nichts damit zu tun hat. Jetzt treten wir wieder hier auf den Flur raus. Ich glaube, die Zelle hat sich da hinten befunden. Ich gucke besser nochmal nach, weil, ja. Es ist ja Zeit vergangen. Ja, genau hier. Da müssen wir jetzt hin. Und das werden wir auch tun. Komm. Mayu, wollte ich sagen. Was haben wir hier? Ach, Dreck. Das ist voll unfair und gruselig. Weil ich da nichts sehe. Lass uns mal besser zurückgehen. Mayu, geh mal zurück, ja. Da brummt das ganz gewaltig. Bam! Ist der. Wow. Shit, da haben wir gar nicht drauf gehabt. Oh, gut, dass er da daneben gegriffen hat. Bam! Ach, ich dachte, das wäre sogar noch ein Zero-Bild. Voll auf dem Hinterkopf fotografiert. Lass unsere Schwester in Ruhe. Sorry, Mayu, aber du bist echt ein gutes, naja, Fotomodell. Du verschaffst uns immer fatale Bilder. Das ist ein Kompliment. Eigentlich. So, jetzt haben wir den Mann im Dunkeln besiegt, aber es war echt fies mit diesen Vorhängen, weil du siehst ja gar nichts. So. Dann bleibt ja jetzt nichts mehr übrig. Wow. Hör auf, von diesem Ritual zu erzählen. Eine Schicht von Staub bedeckt die Asche in der Kohlenpfanne. Sie ist lange nicht benutzt worden. So. Hier gibt's auch nichts mehr, ne? Dann... Entschuldigung. Mayu, lass mich... Mayu, lass mal Mio durch. So. An der Zellentür sind zwei Schlösser. Zwei Symbole sind auf die Schlösser graviert. Das eine ist Licht, das andere ist Schatten.
Gut, dass sie das aus diesen Symbolen schließen kann. Wir haben die Tür geöffnet. Jetzt können wir hinein. I knew. Was wusste sie denn? Was haben wir hier? Liegt das auf dem Boden? Wow, Typ 90 Film. Hier steht eine Reihe von Buddha-Statuen. Okay. Ja. Buddha. Auf dem Tisch liegt, kaum beleuchtet durch die Papierlampe, beflecktes Papier. Unter dem Tisch schaut ein japanisches Puppenmädchen in deine Richtung. Das ist auch nicht gerade sehr angenehm. Können wir hier was dazu sagen? Nee, gar nichts, ne? Nee? The key to the cell in the Osaka House. Im Osaka Haus ist der Schlüssel zu dieser Zelle, hat er gesagt. Das war der Ritualforscher. Entschuldigung. Folkloristennotiz 9. Wie erwartet, spricht der Wärter kein einziges Wort mit mir. Es ist das genaue Gegenteil der Behandlung, die ich vorher im Dorf genoss. Ich denke, nur hierfür bin ich wirklich in das Dorf eingeladen worden. Die Zelle wird auch als Lager für Dokumente genutzt. Ich fand einige wichtige Manuskripte. Ich kann meine Nachforschungen fortsetzen, aber ich bezweifle, dass sie jemand zu Gesicht bekommt. Höllenabgrund. Es ist unklar, wie lange dieses Loch, das unsere Welt mit der Unterwelt verbindet, schon existiert. Man sagt, wenn es aufbricht, geschieht ein schreckliches Unglück. Daher stammt die Sage vom Tor zur Hölle. Da das Wort verboten ist, wird es oft als Sternchen dargestellt, nicht als Fallklapp. Durch das Leiden der Opfer wird der Höllenabgrund versiegelt. Die Trauernden. Sie sind die Wächter des Höllenabgrundes und die einzigen, die sich ihm nähern dürfen. Dieses Lesen dieser alten Schrift lässt meine Stimme ziemlich älter. Nein. Wenn das Jahr der Zeremonie kommt, nähen die Trauernden ihre Augen zu, damit sie den Höllenabgrund nicht sehen. Das ist ziemlich grausamer Scheiß. Und es tut höllisch weh. Wahrscheinlich deswegen auch Höllenabgrund und so. Verbrecher und alle, die den Höllenabgrund sehen, müssen auch zu Trauernden werden. Danach leben sie unter der Erde und kehren nie an die Oberfläche zurück. Was kann so schlimm sein, dass man sogar den Anblick verbietet? Gute Frage, weiß ich nicht. Die sind alles nur alte, verschlissene Bücher. Der Baumstamm ist hohl, dort ist ein hölzerner Schlüssel. Der Hammerschlüssel ist der Hammer. Das ist für die Nebentür des Hauses, das haben wir ja schon gesehen. Und die Osaka-Karte. Du findest einen Schlüssel und eine alte Karte darin. Du legst die alte Karte in deine Mappe. Kerzenlicht erhellt den Innenraum der Bibliothek. Hier spürst du das Wesen des Folkloristen und der Geschichten und der Geschichtsschreiber des Dorfes. Ah, Kerzenlicht, achso. Bücher mit Legenden. Einige Seiten kannst du nicht lesen. Was stand da wohl drauf? Gute Frage. Wow, hier ist sogar noch eine Notiz, die habe ich gar nicht gesehen. Zwischen den alten, eng stehenden Büchern findest du auch ein etwas Neueres. Folkloristennotiz Nummer 10. Die Schreinzwillinge. Im Purpuropferritual werden die Schreinzwillinge geopfert. Auch Jungen werden manchmal genommen, die dann Altarzwillinge heißen. Die Menschen in dieser Region glauben, dass Zwillinge zuvor ein einzelnes Wesen waren, das bei der Geburt gespalten wurde. Die Zeremonie beruht auf dem Glauben, dass die Schreinzwillinge göttliche Kraft erhalten, wenn sich ihre Körper wieder vereinigen. Der Text sagt, die ältere Schwester muss die jüngere Sternchen Sternchen und sie in den Fight Club werfen. Der Sternchen-Sternchen-Abschnitt handelt wohl von dem schrecklichen Teil des Rituals, wahrscheinlich eine Art Opfer. Ich finde es übrigens gar nicht cool, dass das überhaupt hier sowas möglich ist. Und ich finde es auch nicht cool, dass wir irgendwie Notizen noch gar nicht gefunden haben. Ich hoffe, wir kommen noch da drauf. Weil, wie gesagt, es fehlen hier einfach ein paar. Und es ist echt schwer, die zu sehen, weil sie auch gar nicht wirklich
angezeigt werden. Hier liegt halt alles einfach nur brach herum. Naja. Also Osaka-Haus. Osaka-Haus. So hieß es. Oh oh. Come on, let's get out of here. Mayu. No, it won't open. What do we do? There should be a key somewhere. I'll go look for it. Wait here, okay? No, don't go. Stay with me. Mayu. I'll be right back. You just promised. Don't leave me. Please. Don't leave me. Rückblende. Sie weg, die kleine Mayu. Was heißt das? Oder was sagt uns das? Don't leave me anymore. I'll be right back. I really will. Wait just a minute, okay? Dear sister. Unheimlich und willkommen zu Kapitel 5, das Opfer. Wie ganz ehrlich, das ist sowas von scary. Osaka-Karte, der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Nach der Karte ist das auf jeden Fall die richtige Stelle. Es ist die Karte vom Osaka-Haus. Du musst, da muss der Schlüssel sein. Du musst der Schlüssel sein. Und es ist echt scary mit der Stay with me. Würde ich gerne, Schwesterchen, aber das geht nicht. Don't forget your promise. I don't wanna be alone. You broke your promise again. Ich bin nicht Yae und du bist nicht Sai. Please don't leave me. Du hast gerufen, aber keine Antwort. Hol lieber schnell die Schlüssel. Es ist voll unheimlich. Und unheilig irgendwie auch. Keine Ahnung. Und die Musik ist auch voll düster geworden. Und wir können nicht mehr hier reingucken. Das ist auch nicht so toll. Was wir aber tun können, ist endlich mal ein bisschen Ruhe genießen hier in diesem... dieser ruhigen Veranstaltung hier. Wir wissen ja, wir müssen hier runter und dann in den Keller rein und so weiter und so fort, um da hinzukommen. Das wollte ich eigentlich auch gar nicht so richtig anschauen. Ich wollte eigentlich, nein, das war auch falsch, Spiel fortsetzen, Dreieck war das hier, ins Menü reingehen, kurz mal unsere Kamera checken. Oh, wir haben Punkte. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie viele wir haben oder wie viel wir brauchen. Naja, Aufladung, glaube ich, wollte ich nicht machen, weil Aufladung, nein. Die aufgeladen werden kann. Das könnten wir steigern, aber ehrlich gesagt hole ich mir lieber irgendwas davon, die Austreibungskraft zum Beispiel, die Sensitivität. Halte ich gerade für sinnvoller. Ansonsten brauchen wir da nichts. Film haben wir, das ist gut. Dann gucken wir mal ins Radio. Nein, nicht Karte. Ins Radio. Marius Anhänger, haha. I want to see Itsuki. Okay. Okay, I'm
run away. It's okay, Emil. Okay. Oh Mann, Entschuldigung. Sie wollte also Izuki nochmal sehen und sich entschuldigen. Hosaka-Karte. Ja gut, damit können wir jetzt wenig anfangen, weil wir ja nicht wissen... Ich habe gerade den Grundriss nicht vor Augen. Deswegen sollten wir das wahrscheinlich erst machen. Boah, jetzt kommt wieder die schreckliche Musik zurück. Können wir überhaupt hier durch? Ja, wir können, aber ich will gar nicht. Das war nur ein Test. Seit wann gibt es hier eine Tür? Moment mal. Bitte was? Ach nee, Moment. Das war die falsche Tür. Boah, ey. Gerade voll selber gefühlt. Und wir sind wieder allein unterwegs, ohne Taschenlampe, ohne gar nichts. Also, was heißt ohne gar nichts? Nur mit unserer Kamera bewaffnet. Und der Fähigkeit der Einbildung. Wir aktivieren sowieso japanische Mädchen-Superkräfte. Ich will nicht in den Brunnen sehen. Ich will auch gar nichts mit dem Brunnen zu tun. Na, großartig. Oh. Hat sie jetzt die Kiste für den Brunnen eingetauscht? Na gut, komm her. Oh, fuck. Mann, es ist echt schwer. So ein kurzes Zeitfenster hat. Oh, jetzt habe ich definitiv zu früh gedrückt. In dem Moment, wo das erscheint, ist es ja auch schon wieder weg. Es wäre besser, wenn sie sich irgendwie aufrichtet oder so. Habe ich dich? Wenigstens das habe ich mal geschafft. Im Moment ist es einfach zu kurz. Macht sie langsamer, aber nicht sichtbarer scheinbar. Vielleicht ist Sehen hier ja doch besser. Uns hat das gerade überhaupt nichts gebracht, das Sehen. Ey, dieser Geist nervt. Sorry, ich muss mal kurz hier die Kamera, die Funktion ändern. Aktivieren. Benutze mal lieber Sehen gerade bei dem. Na, bitte. Danke. Ich sehe... Ja, voll der Unterschied. Ich sehe ihn jetzt viel besser. Irgendwie ist an ihm vorbeilaufen, dann abdrücken viel besser als irgendwas da was anderes. Hui! Du... Renn nicht auf uns zu, ich mag das nicht. So, wir wechseln wieder die Funktion, weil das ist ja lächerlich. Halt würde vielleicht hier eher sowas bringen. Kostet uns aber 2 Energie. Nee, ich bleibe einfach bei Laden. Langsam. Gutes. Ich glaube, wir haben noch eine eigentlich, aber. Ist auch scheißegal jetzt gerade.
Ja. Oh, da liegt was jetzt am Brunnen. Der Schacht, das ist... Naja, ihr wisst schon. Es ist ganz im Licht. Es ist eine Geisterkugel. Es ist eine Geisterkugel. Jetzt haben wir ziemlich viel verballert. Ja, was heißt ziemlich viel? Ein paar Bilder haben wir auf jeden Fall irgendwo hingeschossen. Aber hier ist eine Laterne, die schwach leuchtet. Wir speichern das Spiel und werden auch die Folge jetzt wahrscheinlich beenden. Das ist traurig genug, dass wir jetzt Mayu verloren haben an irgendwas. Keine Ahnung. Ist jetzt darin gefangen, erstmal in der Zelle und besessen. Das war sie schon davor, das haben wir ja gemerkt irgendwie. Von der Schwester. Ist die Frage, welche Schwester ist, ne? So gesehen ist wahrscheinlich die durchgedrehte Schwester eigentlich Yae. Denn Sai wurde vielleicht geopfert und Yae ist zurückgekommen und hat sich dann gerächt. An der Tür ist ein Schloss, das eine Gravur eines Hammerfamilienwappens trägt. Du hast die Tür mit dem Hammerschlüssel geöffnet. Und endlich können wir wieder nach draußen. Ob das gut ist, sei mal dahingestellt.